Die Geschichte von McHale beginnt 1977, als die gleichnamige Familie im Westen Irlands damit beginnt, Traktoren und Landmaschinen zu verkaufen. Erst einige Jahre später begann man selbst Maschinen zu entwickeln, die heute im 1999 bezogenen Neubau gefertigt werden. Anlass dazu gab die Tatsache, dass vor allem Ballenpressen Probleme mit dem in Irland stark verbreiteten Weidelgras bekundeten. Der internationale Durchbruch gelang McHale mit der Presswickelkombination Fusion. Wir befassten uns 1999 intensiv mit der Frage, wie zwei traditionell separate Arbeitsgänge in der Futterbergung, nämlich das Pressen und das Wickeln von Ballen, kombiniert werden können, blickt Verkaufs- und Marketingchef Paul McHale zurück. Nach rund 3 Jahren Entwicklungszeit war es dann soweit. 2002 brachte McHale die Fusion auf den Markt und konnte mit dieser Maschine in zahlreichen Ländern Fuß fassen. 2007 kam mit der Modellreihe Fusion 2 die zweite Generation dieses Maschinentyps auf den Markt. Die McHale Fusion 2 Presswickelkombination besteht aus einer Festkammer-Rundballenpresse mit 18 Presswalzen und einem integrierten, vertikal agierenden Wickelring. McHale legt Wert darauf, dass bei der Konstruktion darauf geachtet wurde, nicht einfach eine Presse mit einem Wickler zu verbinden, sondern den Wickler in die Maschine zu integrieren. Es ist eine voll integrierte Presswickelkombination in kurzer Bauweise mit einer einfachen, schnellen und sicheren Ballenübergabe. Die Maschine ist kurz und kompakt, überzeugt mit Leistung und Durchsatz. Bei günstigen Verhältnissen können 50 bis 60 Ballen pro Stunde gepresst und gewickelt werden. Speziell ist der Übergabemechanismus nach dem Press- und vor dem Wickelvorgang. Dabei übernehmen die 5 unteren Presswalzen die Rolle einer Wippe und befördern die gepresste und mit Netz umwickelte Balle in den Wickeltisch. So wird die Ballenübergabe nicht nur beschleunigt, sie wird vor allem in Hanglagen auch sicherer, weil die Wege kurz gehalten werden können und die Balle durch 2 Stützrollen quasi zwangsgeführt an den Kammerseitenwänden entlang gleitet. Ein weiteres Highlight der Maschine ist der absenkbare Messerboden. Damit lässt sich der Einzugsbereich vergrößern und Verstopfungen im Bereich des Pickups können einfach behoben werden. Der vertikal agierende Wickelring spart nicht nur Platz, sondern vermag die Balle in 30 Sekunden zu wickeln. Zusammen mit der Übergabe, 10 Sekunden, dauert so der Wickelprozess nur gerade 40 Sekunden, womit das Wickeln immer fertig ist, bevor eine neue Balle fertig gepresst wurde.